SWAT! Hallo, again, meine Freunde. Vielen Grüße, Abkiller. Neues Weekend League Belohnungsröntchen. Mit einem hervorragenden Team of the Week mal wieder. Alle haben so spekuliert, ne? Auf den Metzi, auf den Mondi. Ist gar keiner drin irgendwie, ne? Wo ich mich halt mittlerweile frage, wie halten die Leute bei Laune, die da wirklich straight jedes Wochenende alle Spiele durchprügeln? Ey, ich brauche nur ein paar Züge puffen, mir sofort einen Kick vom LSD. Ganz schwieriger Hase. Teilt mir auf jeden Fall eure Meinung zu diesem Team of the Week. Es ist nicht komplett Katastrophe, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja, irgendwie muss da eine Veränderung her, was das angeht, weil das ist halt schon ernüchternd, finde ich. Mich hier selber eine positive Bewertung freuen. Ballert die Kommentare voll. Wenn ihr den Player Picks gehabt habt, checkt meinen Partner Displayed ab. Das sind hier die verschärften Metallbilder. Das ist übrigens Größe L, was ich hier neben mir habe. Die Bilder könnt ihr ohne Bohren an die Wand befestigen. Einfach anhand dieser Magnetpads. Das klebt ihr an die Wand. Und dann kommt das Bild an die Wand, ja? Ohne Löcher bohren, ohne Schmutz machen. Hervorragend. Ich finde die Teile super nice, ja? Und meine ganze Bude hängt damit schon voll, ja? Sei es Wohnzimmer, Treppe runter hier, Keller generell hinter mir. Sensationelle Teile. Einfach unten mal auf den Link klicken. Da könnt ihr bis zu 37% sparen. Ein bis zwei Displays bekommt ihr 27% Rabatt drauf. Und ab drei Displays oder mehr bekommt ihr 37% auf eure Bestellung. Einfach unten auf den Link klicken, dann kommt ihr auf die Seite, ihr wählt euch die jeweilige Anzahl an Displays aus, packt diese dann in den Warenkorb, geht zur Kasse und dann müsste der Rabatt schon abgezogen sein. Ha? Easy Kiste. Ich warne euch nur vor, man kann sehr, sehr viele Stunden auf dieser Seite verbringen. Checkt das Ganze sehr, sehr gerne ab. Link ist unten in der Videobeschreibung. Wir gehen rein. Soll mal ein bisschen meine Partner supporten, Alter, ne? Was ist denn los, ey? So, wir haben ja 100 Carpacks. Wir haben gestern gestreamt und haben den Rhein hier gemacht oder waren dran. Heißt, wir haben gestern wirklich nur gezockt im Stream. War eine Grenzerfahrung für mich. So schlimm war es nicht. Es war entspannt. Es hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Erstaunlicherweise. Aber vielleicht ja jetzt hier, ne? Also, weil wir die aufgehoben haben. Normal hätten wir die gestern im Stream. Neymar, perfekt. Schade. Haben wir die gestern im Stream, hätten wir die weggenudelt. Ui, 84er. Tatsächlich doch so krass, die Karte. Das sind jetzt die Überbleibsel halt, die knödeln wir jetzt einmal ganz kurz weg. Verein muss ja wieder voll werden hier, ist klar. Und vielleicht haben wir ja Glück. Ich weiß nicht mal, was für ein Event am Freitag starten würde. Freitag, also morgen haben wir Stream mit Kostüm, ne? Ich Bock drauf, Kappa. Was ist denn hier? Nur Champions League-Karten? Der nächste 84er? Das ist wirklich ein 84er, ne? 85er. Schon komisch, ne? Gerade nicht wieder Champions League, aber sind die Karten wieder nur drin. Haben wir den auch abgehakt? Es ist, dass der immer drin ist, ne? Ich meine, der hat ein 81er Rating, der wird wahrscheinlich öfter drin sein. Aber so oft und dreimal Walkout. OMG, Schwestern. Aubameyang. Ndidi, aber Rating gut. Nehme ich mit. Ndidi immer. 86. Ja, der hat ja die Promokarte da, die gefühlt genauso stark ist. Am Ende wird er wahrscheinlich in der SPC fliegen oder in einer Dual-Aufnahme bitter und hart discarded werden. Aber komm, ja, da kannst du nichts sagen. Das geht klar. Vielleicht dahinter noch irgendwas? Oh, Busquets, guck mal. Schön, schöner Wagen. Und Lewandowski noch. Ja, guck doch mal. Es läuft doch. Duplikat war der. Der ist auch nur noch SPC-Spieler. Seit dem Toti ist er auch sehr komisch geworden, muss ich sagen. Nicht da wie die beiden Packs davor, die Alibi-Dinger, wo du 84er Champions League-Titten da kriegst, ne? Also, mal gucken, was hier noch so passiert. 45er, die nehmen wir noch mit. Die sind gut, hab ich gehört. Das stimmt, ich weiß es nicht. Wir haben die Wundertüte noch, Jungs. Die Wundertüte habe ich auch noch gemacht. Die können wir gleich auch noch aufmachen. Alles gestern im Stream nicht mehr geschafft, ne? So, mal fertig hier. Ich will jetzt einen haben. Einen guten, aber. Future Star. Oder eine Icon, ist auch schön. Perfekt. Bäh. Hey, 10k in the Tash. Oh, hier, Varan, ne? Cool. Ah ja, jetzt aber. Der Stegen. Ja, immerhin. Gut für SPC auch dieser Mann, ne?
Ist halt belastend, dass wir High-Rated immer die gleichen Leute ziehen. Aber 90er-Rating geht fit. Und ein Gnabry noch drin. Guck mal hier. Ein 84er, 85er, 90er. Das ist ein schönes Pack. Mach doch mal fertig jetzt. Ein schön Icon. So, letzte hier, ne? Letzte 45er. Die sind irgendwie, sind die scheiße. Ich weiß auch nicht. 45er, komischer Hase. Ganz komischer Hase. Nicht mal in Form, du. So, hier sind jetzt noch ein paar SBC, Todibo und so und die Wundertüte. Die ziehen wir jetzt noch weg und dann holen wir uns die Rewards ab. Geschweige denn die Rivals-Packs da eben, wobei da werden wir auch nichts kriegen, ne? Wir mussten uns ja downgraden da in Liga 7 für United. Könnt ihr auch sehr, sehr gerne abchecken, kam gestern online. Messi. Ja, die Megapacks in Form, Ronaldo. Ja, da habe ich jetzt aber, weiß ich nicht, ich bin mehr gerechnet, aber gut. Oh, ey, calm down, ist okay. So, hier noch ein Inform rein für 10k. Ja, guck mal, da geht ja in Ordnung. So, jetzt haben wir nur die 75er, also die waren wirklich nicht so gut, die SBC, aber ich musste die sowieso machen. Also zumindest zu Debo, weil ich den Spieler haben wollte. Von daher ist das kein Beinbruch. Ich würde sagen, wir sehen uns bei der Wundertüte wieder, ne? Ah, yes, sorry, ich habe nochmal irgendwie Rivals-Sachen abgeholt. Aber ich zeige euch die nur, wenn die gut sind. Wenn die scheiße sind, dann gehen wir direkt in die Wundertüte. Wir gehen direkt in die Wundertüte. So, Future Stars Wundertüte. Ich habe sehr viel Schlechtes gehört über die Packs. Zwei, drei, die waren nicht schlecht wohl. Aber der Main-Teil war wohl irgendwie auf Scam angelehnt. Ich bin sehr gespannt, ja? Irgendwas Nices, hör mal. Irgendwas Nices. Irgendwas Schönes. Wow, den nehme ich aber mit hier, Jamie Wardy, hör mal. Das ist ja, da kann ja alles drin sein, gefühlt, ne? Hör mal, aber Jamie Wardy geht doch fit. Wahrscheinlich in jedem Pack drin, der Bruder. Naja, finde ich in Ordnung. Jamie Wardy geht klar. Schreibt da mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Also ihr Wundertüten-Pack, was ihr drin gehabt habt. Da würde mich mal interessieren. Da kann ich mir so ein bisschen einordnen, wie das war hier. Ja, aber ist ein Stürmer, ist ein guter Mann. Leider nur 3-3, aber ist ja nicht schlimm. Einmal ganz kurz hier Lucky Lucky machen. Alles für den Arsch. Also der Lorente wäre halt nice für Teambau, weil der Positioning Change hat. So hast du einen Flügelspieler, den du auf der 8 ziehen kannst. So könnte ich Neymar zocken in dem Falle. Ja. Ja, Aubameyang, High-Rated-Karten, das ist am Ende auch, ey, pff, Stones hat ja die Flashback-Karte. Ah, ich weiß, also das ist halt komisch irgendwie, finde ich. Am Ende des Tages muss dann Aubameyang kommen, rein für den Flex. Wir haben Gold 2 aufgehört, 17-4, dann haben wir Sense gemacht, zum Glück. Wenn ich mir das Team of the Week angucke, haben wir alles richtig gemacht. Wir hatten ein bisschen Spaß. Haha, hihi. Wir haben unseren United Star hinten raus noch ein bisschen getestet. Und dann kommt so ein Team of the Week, ne? Gut, Ladies. Dann wollen wir, machen wir kurz und schmerzlos hier. Aubameyang, komm. Boah. Meret mit dir. Meret. Meretich. Ach du Kacke, Alter. Dass wir den ziehen, ist klar. Die Karte sieht nicht schlecht aus. Aber der hat halt diese Flashback-Karte. Jetzt kannst du sagen, Bruder, dann hast du halt zwei Leben. Der ist auf jeden Fall spielbar. Ja, aber da habe ich halt die Flashback-Karte. Ich glaube, wir haben hier noch das Beste rausgeholt, ne? Zumindest, ja, wahrscheinlich Discarden. Perfekt. Mein Gott, seltene Goldpack. Komm, Abfahrt. Die letzten drei Packs hier. Das ist, ey, wenn du vorher wüsstest, wie das Team of the Week aussehen wird, ne? Dann könntest du das so ein bisschen timen. Wie weit du zockst, so, ne? Diejenigen, die jetzt schon wieder durchgehackt haben, da richtig einen abgekrampft. Für den Arsch, ne? Einfach für den Arsch. So, letzte hier. Seltene Megapack. Mach fertig. Walkout zum Abschluss. Ach. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ja, mehr Player-Pick-Luck. Das Team of the Week rannt sich. Ja, ich weiß auch nicht immer. Ich hoffe, ihr hattet mehr Pack-Luck da in die Packs, die ihr bekommen habt. Ja, da ist unser Weekend-League-Team. Wir haben es letzte Woche genauso gebaut. Außer da die eine Position. Ich habe halt Mittwoch oder gestern vielmehr nicht geschafft, irgendein Team zu bauen. Wir haben sehr, sehr spät erst angefangen zu streamen. Dann mussten wir den Rhein hier gefühlt komplett ready machen. Wir gehen die Woche nochmal mit dem Team rein. Drauf geschissen. Wir wechseln die hier, wir tauschen den hier. Ist ja egal, mein Gott. Wir haben ja schön Fußball gespielt auch. Ne? Muss man ja auch sagen. Außerdem haben wir eh das Kostüm an. Das wird eine Nummer für sich werden. Von daher,
passt das so. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Stell und halte, werde mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und ja, bleibt gesund. Wir sehen uns morgen im Stream wieder. Circa, weiß ich auch noch nicht, weil morgen meine Küche kommt. Das ist auch. Also, ist eine absolute Chaoswoche, ne? Bin froh, wenn die rum ist. Na. Checkt Instagram ab, da werde ich Bescheid sagen. Roundabout 15, 15:30, 16 Uhr. Ja, ich bin raus, macht's gut. Tschüss.